Moin zusammen, willkommen in der Booster Base. Ich habe für euch heute die Deluxe Pin Collection von dem Celebration Set mit dem Seishin drauf, Level X, und der coolen Pika Münze. Dachte ich mir, da gucken wir mal rein, habe ich noch ergattern können bei, ich glaube es war Smith Toys für 24,99, heißt normaler Preis. Ja, da freue ich mich natürlich, dass ich da nicht irgendwie das Achtfache zahlen musste. Aber ich glaube nach wie vor, das Set wird so oft gedruckt werden, das wird euch hinterhergeschmissen werden. Förmlich. Hier haben wir nochmal ein kleines Infoblatt zu dem Level X Pokémon Seishin dabei. Ich halte es mal kurz rein, wenn ihr das lesen wollt. Pausenknopf wisst ihr, wo ist. Und da ist auch schon die Booster und die coole Münze. Die Münze gucken wir euch als erstes an. Die finde ich ja am abgefahrensten, weil es so eine Wechselmünze ist mit zwei Motiven. Voilà. Und zwar ist es einmal das surfende Pikachu. Wenn man die Wolken dreht, hat man das fliegende Pikachu. Finde ich ein sehr cooles Gimmick, finde ich sehr cool gemacht. Habe ich vorhin so noch nicht gesehen. So, dann probieren wir mal das Seishin hier vor sich rauszufummeln. Oh, das sieht auch ganz gut aus. Ist der Autofokus? Da ist er. Sehr hübsch. Die Qualität scheint wieder auch gut mitzuspielen. Hat die Pokémon Company sich ein bisschen Mühe gegeben bei dem Set. Da wäre ich auch echt traurig gewesen, wenn das wie bei Drachenwandel eine Vollkatastrophe gewesen wäre. Bis jetzt habe ich da echt nur schlechte Karten gesehen. Also seltenst ein gutes Centering. Hier haben wir unsere 5 Celebration Booster. 4, Entschuldigung. Und einmal Kampfstile und Farbenschock. Die schauen wir uns mal als erstes an. Die Standard-Sets, da können wir mal schnell durchblättern. Ich glaube, da ist nichts Überraschendes mehr mit dabei. Hier haben wir eine fokussierte Angriffenergie und ein Kapuriki als V. Die nehmen wir mit. Das Set scheint ja nicht so gut angekommen zu sein. Also Kampfstile kriegt man ja irgendwie hinterhergeschmissen. Weiß gar nicht, woran das liegt. Eigentlich sind da coole Karten. Also Despotar ist auf jeden Fall cool. Das finde ich eigentlich recht hübsch. So, hier haben wir Farbenschock. Farbenschock mit einem Blitzer. So, und jetzt kommen wir mal zur Hauptsache. Das sind die Celebration Booster. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal rein. Ich hätte ja noch gern das Bisaflor. Das fehlt mir noch in der Sammlung. Oder das Rocket Zapdos. Das finde ich auch noch ganz stark vom Artwork her. Ach, dieses Set hat einfach so viele wunderbare Karten. So, wir legen los mit dem Lugia. Haben das Seekrom. Oh, wir haben das Mega Rayquaza EX. Sehr stark, eine sehr schöne Karte, die glaube ich aktuell bei Card Market. Ich glaube bei 20 Euro, vor einer Woche noch bei 140. Ja, aber nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ist ein schönes Artwork und zu guter Letzt das Solgaleo mit der guten Lilly. Hier ist der Online-Code für euch. Ja, ich würde mal sagen, das war doch schon mal ein 1A-Start. Schauen wir mal weiter. Es läuft heute. Ich hatte heute noch ein Video mit einem kurzen Video mit den Shorts aufgenommen und ich hatte tatsächlich in einem Pack das Glurak und die Full Art Vorschau des Professors. Das, ja, habe ich mich sehr gefreut. Kann eigentlich nicht mehr besser werden, Leute. Seekrom. Oh, jetzt haben wir schon wieder was. Das Donphan. Abgefahren. Noch eine Retro-Karte. Sehr stark. Und dahinter das Samacenter. Wie. Also das Set, das macht einfach nur Spaß zum Aufmachen. Ich hoffe, ihr habt auch so eine abgefahrene Pullrate. Ich hatte bis jetzt selten Tinboxen gesehen, die gar keine Hits haben. Also ich glaube, eine habe ich wirklich mal gesehen. Das ist natürlich schade, aber ansonsten ist das echt ein Abfeier-Set. So, mal gucken. Da dürfte jetzt eigentlich theoretisch nichts mehr drin sein. Da haben wir das Reshiram. Palkia. Und wir haben noch was. Ein Team Magma Groudon. Was ist denn das für eine Box, bitte? Meine Herren, und das Mew? Moment, Online-Code für euch. Sehr schön. Ah, diese ganzen Retro-Karten, das ist ein Fest.
So, dann sind wir auch schon bei dieser abgefahrenen Box beim letzten Booster. Mal gucken, vielleicht können wir ja noch was ziehen. Nein, wollen ja nicht frech sein. Ja, was soll ich sagen? Ich bin echt angetan von dem Set. Es macht echt Spaß zum Aufmachen. Ich finde es gut, dass viel gedruckt wird und viel verfügbar sein wird in nächster Zeit. Gerade ist ja so ein bisschen schwierig, was zu bekommen. Aber auch Smith Toys hat gesagt, da wird noch einiges kommen. Die Cardsköpfe haben es genauso gesagt. Da wird noch einiges gedruckt werden und man wird noch was zu guten Preisen ergattern können. Wir schauen auf den letzten Retro-Slot. Wir haben noch eine Retro-Karte. Wir haben nochmal das Team Magma Groudon. Was ist denn hier los heute? Und die letzte Karte, Forschung des Professors und der Online-Code. Das würde ich mal sagen, hat sich gelohnt. Das war eine gute Box, würde ich mal sagen. Wir haben 4 Retro-Karten, 2 Wii und eine Level-X-Karte. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Das hat sich mal gelohnt nach dem letzten Pleite mit den Tin-Dosen, wo irgendwie nur eine V-Karte nach 12 Holos von 12 Boostern waren. Würde ich mal sagen, ist jetzt wieder alles gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Eure Booster Base. Ciao.